Als besonders eilbedürftiges Gesetzesvorhaben hat die deutsche Bundesregierung am 22. August 2012 das über 1000 Seiten umfassende Regelwerk Basel III verabschiedet. Was auf den ersten Blick zur Eigenkapitalsicherung der Kreditinstitute und damit als weiterer Schutz vor möglichen Bankenpleiten gedacht ist, zeigt sein wahres Gesicht erst bei genauerem Hinsehen. Durch die schärferen Kapital- und Liquiditätsvorschriften wird es zunehmend schwieriger, Kredite zu bekommen. Besonders betroffen ist der Mittelstand. Gerade Selbstständige können diese hohen Ansprüche kaum erfüllen. Einzig die Eintragung einer Grundschuld auf reale Güter, wie zum Beispiel Grundstücke, Immobilien etc., ermöglicht es, Kredite zu bekommen. Damit wird weiter versucht, mit erschaffenem Kreditgeld an die realen Werte der Menschen zu gelangen. Zudem werden mit diesem Instrument auch weitere Investitionen in die reale Wirtschaft verhindert. Gerade neue Entwicklungen und Innovationen können dann kaum noch finanziert werden, da es fast unmöglich wird, Risikokapital zu bekommen. Viele gute Ideen bleiben dann in der Schublade. Die Großkonzerne werden immer größer und die kleinen Betriebe immer weniger. In Deutschland sitzt die Regierung von der Öffentlichkeit fast unbemerkt mit den Banken an einem Tisch, um die Regulierung der Finanzmärkte abzusprechen. In der sogenannten Initiative Finanzstandort Deutschland. Die Großbanken und Versicherungen gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen und der Bundesbank in einer Lobby. Dann haben wir noch ein Leckerli, ein richtiges Leckerli. Unser Gaukler, unser Joachim Gauck, Präser seines Zeichens, naja, von Deutschland nicht, von der BRID, hält das Volk nicht für kompetent genug, um Volksabstimmungen durchzuführen. Ist doch nett, ne? Bundespräsident Joachim Gauck hat geäußert, dass er die Einführung von Volksabstimmungen für keine gute Idee halte. Dabei geht er nicht davon aus, dass das Volk die kompetenten Entscheidungen, die zu fällen seien, wirklich kompetent beurteilen würde. Die Kommission in Brüssel lässt sich gerne von großen Finanzkonzernen beraten. Sie alle sind in Brüssel mit Lobbyisten vertreten, etwa die Deutsche Bank, Goldman Sachs oder die Schweizer UBS. Die Finanzinstitute unterhalten in Brüssel zusätzlich diverse Verbände, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Etwa die Europäische Bankenföderation EBF, der Internationale Swaps- und Derivateverband ISDA und die Föderation für Optionen und Futures FOA. Wie viele dieser Finanzlobbyverbände in Brüssel genau arbeiten, weiß niemand so genau. In Brüssel gehen rund 30.000 Lobbyisten in den Institutionen der EU ein und aus, versuchen Einfluss zu nehmen. Denn 80% der Gesetzestexte, die hier beschlossen werden, gelten in ganz Europa, auch in Deutschland.